Hi, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video im Vlog-Style mal wieder. Ich versuche die Kamera gut zu halten. Ich möchte euch mal nochmal zu Teil 2 Aufschlägen was erzählen. Hier gibt es nochmal den Link zu dem Video, was wir vor kurzem gemacht haben, wie die wichtigsten Aufschlagregeln sind. Zuletzt war ich beim Top 48 der Jugend mit dabei als Coach. Da wurden immer wieder Aufschläge von Romeo moniert. Und ich bin ja einer, der da ziemlich ehrlich ist und auch dem Schüler oder Schülerin nicht recht gebe. Und tatsächlich gab es dort massenhaft falsche Aufschläge und wir sind einfach bei einem Problem damit. Und zwar bedeutet das, wenn die Top 48 der Jugend 19 viel falsch aufschlägt, ja dann, wo soll das hier jeweils enden, ne? Dann geht es auch in die Breite rüber. Das ist aber nicht das Schlimme. Also natürlich kann man hier den Betreuern, den Übungsleitern schon auch eine Teilschuld mitgeben, aber nun auch mal den Schiedsrichter. Und das ist hier ein Video, tatsächlich eine Schiedsrichterschelte. Es ist nichts Neues. Falsche Aufschläge gibt es immer und überall. In jeder Mannschaft gibt es wahrscheinlich einen, der falsch aufschlägt. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele genannt aus dem Spiel, wo es dann auch ein bisschen problematisch wurde. Ihr seht hier einmal einen Aufschlag, wo der Athlet den Ball sehr stark zu sich wirft, nicht wirklich hoch. Daraus einen Vorteil halt erhält, indem man den Ball zu sich wirft. Und andererseits ist oft zu sehen, dass der Ball hinter seinem Kopf verschwindet. Das wurde moniert direkt am Beginn vom Romeo. Und der Schiedsrichter hat ihn dann gleich ermahnt. Er hat da nichts zu sagen. Das ist seine Aufgabe. Er ermahnt nur. Und ich frage mich, wo kommen wir denn dahin? Ich meine, wenn wir große Probleme haben vom Gegner, wenn der aufschlägt und wir monieren das, mach bitte richtige Aufschläge, dann kommt auch ein Effekt. Aber hier kam etwas, das genau gegenteilig ist. Hier hat der Schiedsrichter ermahnt, dass das nicht geht und er selber auch über 5 Sätze lang nichts gemacht hat. Und das fand ich schon grob schlecht, wirklich schlechte Schiedsrichterleistung, dass er da auch nicht eingegangen ist. Ja, eher sehr dominant und mit einem Lächeln immer setzend da gesessen und nichts gemacht. Und ich finde das sehr, sehr traurig, die Situation, was da passiert ist. Natürlich ist es total wichtig, dass es Schiedsrichter gibt. Wo kommen wir hin ohne Schiedsrichter? Gerade bei solchen Turnieren. Andererseits, wenn sie aber nichts machen und die Regeln durchführen, dann brauchen wir tatsächlich auch keine Schiedsrichter, denn Tischtennis ist fair genug, dass das auch 1 gegen 1 gut durchzubringen ist. Bei dem Turnier gibt es natürlich auch Schiedsrichter oder gab Schiedsrichter, die sehr wohl Aufschläge oder Zeitspiel konsequent sanktioniert haben oder erinnert zumindest haben, was zeigt, es gibt auch Schiedsrichter, die ihr Amt sehr, sehr ernst nehmen und andere, die halt nur die Hand heben, 1 zu 2, 2-1, bla 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 und so weiter. Und das ist wirklich schlecht. Ja, es sind die Top-Schiedsrichter, denke ich mal, die beim Top 48 da mitmachen. Und es kann nicht sein, dass sie grobe Fahrlässigkeiten, grobe Fehler so zulassen und das Turnier, ja, dass das so einen Weg nimmt. Aber was würde ich mir wünschen? Gut, es gab ja mal den Videobeweis bei einem ITTF-Turnier, wo Malong auch lange diskutiert hat, aber bewiesen worden ist, dass er den Aufschlag verdeckt. Und genauso ist es ja mit den Athleten, die das, glaube ich, gar nicht so richtig merken. Und wieder geht der Verweis hin: Trainer, Übungsleiter, ihr müsst richtige Aufschläge üben und Schiedsrichter, ihr müsst konsequent die Regeln durchsetzen. Denn eine Regel ist nun mal, den Ball in der ganzen Flugphase ab Beginn im Handteller, der ganzen Flugphase hoch und runter bis zum Ballkontakt muss es zu sehen sein. Und das ist immer wieder nicht gegeben. Und auch die anderen Regeln, möglichst parallel zum Tisch hochwerfen, funktioniert nicht immer. Also auch die Schiedsrichter müssen sich in die Pflicht nehmen, zumindest die, die es noch gibt, und ihre Arbeit tatsächlich einfach mal besser machen.
genauso wie einige Trainer das machen müssen und auch einige Spieler. Ja? Perfekt werden wir nie sein, aber zumindest bin ich der Meinung, muss man in eine Kommunikation kommen, um da Verbesserungen zu bekommen. Denn Fehler machen wir, wie gesagt, alle. Aber das Problem war auch, ich habe dann nach dem Spiel versucht, mit den anderen Schiedsrichtern dort zu reden. Da kamen teils arroganteste Antworten, die echt nicht in dieses Video gehören. Aber trotzdem möchte ich mal was sagen. Ich habe dann gesagt zu denen wirklich so, und was sagt ihr Schiris? Was sagt ihr Schiris? Und die so, ja, ja, ja. Das war die Antwort. Okay, ganz pauschal, nach Regel. Ist das ein richtiger Aufschlag, was der Athlet gemacht hat? Kann man pauschal nicht beantworten. Wozu bist du Schiedsrichter, frage ich mich dann. Ja, und dann kam auch gleich noch so eine pumpige Antwort von einer Dame. Ja, ich hatte den Spieler, ich habe ganz genau gesehen, ja, der macht perfekte Aufschläge. Vielleicht sollten sie mal ihren Schützling anschauen, vielleicht macht er falsche Aufschläge. Puh. Also hat es in mir drin schon so richtig gebrodelt und dann andere Gedanken aufgekommen. Habe ich einfach nur noch gesagt, das ist keine gute Antwort und bin gegangen, weil es ist sinnlos. Es ist sinnlos. Eine Bitte an euch, auch wenn ihr es vielleicht jetzt auch ein bisschen lächerlich findet. Es ist wichtig und macht richtige Aufschläge. In jedem Sport gibt es Regeln, im Leben gibt es Regeln und die müssen umgesetzt werden, damit alle glücklich unter gleichen Umständen spielen können. Alles klar, bis dann.